Herzlich willkommen zu meinem allerersten Tag. Und zwar hat mich die liebe Steffi von Steffis Leseleben getaggt mit dem unser einschüchternder Subtag. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe mir ein paar Notizen aufgeschrieben, damit das nicht ganz nach hinten losgeht. Ich fange mal direkt an. Welches Buch konntest du nicht beenden? Und ich setze hinter die meisten Fragen noch ein noch, weil ich Hoffnung habe, es noch zu beenden. Und zwar lese ich bestimmt schon seit 3 Monaten, oh mindestens, Der ängstliche Adler Friedrich Nietzsche von Werner Ross. Dieses Buch ist toll. Ich lese es nicht weiter, weil es nicht toll wäre. Es ist halt einfach super dick. Es ist wahnsinnig eng beschrieben. Es ist sehr ausführlich. Und man kann das nicht einfach so wegschmökern wie ein Roman. Da liegt einfach die Problematik. Ich bin begeistert von Nietzsche, ich finde sein Leben wahnsinnig faszinierend und ich finde es beeindruckend, wie detailliert der Autor hier vorgeht. Das ist halt einfach nichts, was ich nach einem langen Arbeitstag einfach abends auf der Couch lese. Und deswegen liegt es immer noch hier, aber ich bin immer noch zuversichtlich, es hoffentlich bis Oktober gelesen zu haben. Mir fehlen ungefähr noch, 200 Seiten. Ja, das ist es. Zweite Frage, für welches Buch fehlt dir die Zeit? Ja, ich guck mal in meine Statistik, also ich habe es auch auf dem PC, aber ich habe auch einen Ordner mit meinen ungelesenen Büchern. Dann schaue ich mal, wofür fehlt mir denn die Zeit? Ja, wenn wir bei den Klassikern reingehen, dann muss ich noch lesen Alice im Wunderland, Große Erwartung von Oliver Twist. Ich habe die Woche viel gearbeitet, bin offensichtlich noch nicht so ganz fit wieder. Große Erwartung von Charles Dickens, 2 Städte, Erzählungen, alles auch von Charles Dickens. Dann einige Werke von Karl May, dann habe ich hier von Jane Austen noch wahnsinnig viel stehen, von den Bronte-Schwestern. Dann habe ich von Jules Verne noch nicht alles gelesen, Oscar Wilde habe ich hier noch stehen. Ach, was haben wir denn noch? Dann, wenn ich allein in die Philosophie gehe und gucke, was ich da noch über habe, hätte ich von Wilhelm Schmidt Unglücklich sein, Liebe, Glück, Gelassenheit, dem Leben Sinn geben, von Albert Schweitzer, Kulturphilosophie, Markus Gabriel, Warum es die Welt nicht gibt, stimmt nicht, habe ich gelesen, Walter Bieri, Eine Art zu leben, Das Handwerk der Freiheit, dann habe ich noch von Thomas Metzinger, Der Egotunnel. So riesig ist, werde ich diese ganzen Bücher in den nächsten Jahren bestimmt irgendwann lesen. Nächste Frage. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es eine Fortsetzung ist? Diese Frage muss ich von hinten aufrollen, weil ich alle Fortsetzungen gelesen habe. Allerdings habe ich mir 2 Bücher gekauft, die der erste Band von einer Reihe sind und die ich aber noch nicht lese, weil ich die Folgebände noch nicht habe. Was ein kleiner Teufelskreis ist, weil zum Beispiel bei dem Buch von Ursula Poznanski, Die Verratenen, habe ich mich einfach anfixen lassen von einem Booktuber. Ich weiß leider nicht mehr wer, weil das einige gelesen haben. Und wollte mir erstmal anschauen, ob es mir gefällt. Und als ich den einen Tag Lust drauf hatte, habe ich gedacht, wenn es dir jetzt gefällt, dann hast du den Folgeband nicht. Aber wenn ich die Folgebände hole und es mir nicht gefällt, dann ärgere ich mich. Also muss ich noch überlegen, wie ich mit diesem Dilemma umgehe. Ähnlich ist es bei Reckless von Cornelia Funke. Wobei ich mir da ziemlich sicher bin, dass es mir gefallen wird. Da hatte ich aber auf jeden Fall die gleiche Situation. Ich wollte es lesen und habe gedacht, ach Mist, jetzt hast du die Folgebände nicht. Nächste Frage. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es neu ist? Keins. Alle. Das ist für mich kein Kriterium. Ich bestelle die, die kommen hier an und ich lese die nach Stimmung. Geht mir nicht darum, ob die neu oder alt sind. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil dir ein anderes desselben Autors nicht gefiel? Ich wollte erst sagen keins,
Aber als ich eben in meine Statistik geguckt habe, ist mir aufgefallen, dass ich von Richard David Precht zwei Bücher hier habe. Und zwar einmal, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das gefiel mir damals tatsächlich sehr gut. Dann habe ich angefangen, von ihm Die Kunst, kein Egoist zu sein, habe mich aber da schon angefangen, mit Philosophie intensiv zu beschäftigen. Und wenn man das tut, dann verliert man schnell das Interesse an Precht. Zumindest ging es mir so. Weil mir einfach nicht mehr gefällt, was er da tut, weil vieles nicht von ihm ist. Er das aber nicht ganz offensichtlich kennzeichnet. Und ja, ich kann das nicht erklären. Ist vielleicht einfach auch jetzt eine Antipathie entstanden. Ja, auf jeden Fall weiß ich nicht, ob ich das jemals zu Ende lesen werde oder ob ich diese beiden Bücher nicht sogar aussortiere. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil du nicht in der richtigen Stimmung warst? Da habe ich rausgesucht von Michael Schmidt-Salomon, Hoffnung Mensch, eine bessere Welt ist möglich. Von Schmidt-Salomon habe ich schon einiges gelesen. Da muss ich mal gerade ins Regal gucken. Jenseits von Gut und Böse habe ich von ihm gelesen. Leibniz war kein Butterkeks, Keine Macht den Doofen und Manifest, ach, das kann ich von hier gar nicht lesen ohne Brille, des humanistischen, nee, irgendwas, Humanismus. Jetzt muss ich doch hingehen. Man wird alt. Manifest des evolutionären Humanismus. Die fand ich alle wahnsinnig gut, die haben mir wirklich gefallen. Ich mag ihn als Autor, er ist ein bisschen radikal, er steigt so in Richard Dawkins Fußstapfen, was die deutsche Literatur angeht. Ich mag seine Ansichten, ich mag seinen Humor. Dieses Buch habe ich einfach noch nicht gelesen, ja, weil die Stimmung noch nicht da war. Nicht, weil ich da irgendwie Angst vor habe oder weil es mir vom Inhalt eventuell nicht gefallen könnte, sondern weil ich vielleicht gerade nicht in sehr aufrührerischer Stimmung bin. Und das muss mal ein bisschen sein für ihn. Dann, welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es riesig ist? Was ist los? Dieses. Es ist wirklich riesig. Ich habe kein größeres Buch hier. Ich habe Auszüge daraus gelesen. Es ist Neurowissenschaften, eine Einführung von Eric Kendall, übrigens ganz toller Mensch, James H. Schwartz oder, ja doch, es wird ein Engländer sein, Thomas M. Giselle, das ist der Herausgeber. Das ist eigentlich die Bibel der Neurowissenschaft. Wer sich für Neurowissenschaft interessiert, dem kann ich dieses Buch empfehlen. Und ich habe mich befasst, finde ich das jetzt auf Anhieb? Vermutlich nicht. Es war auf jeden Fall relativ weit hinten. Nein, ich finde es jetzt nicht. Auf jeden Fall, wie Sprache entstanden ist, Sprachursprung im Gehirn und sowas. Deswegen habe ich es mir angesehen. Dieses Buch ist wirklich zu empfehlen. Es ist tatsächlich sehr leicht geschrieben. Es hat tolle Abbildungen drin. Ich suche mal gerade was raus. Also wirklich auch, um was zu erklären, synaptische Verschaltung und so eine Sachen. Das ist mit möglichst wenig Fachbegriffen geschrieben und interessant. Es ist einfach total interessant und man findet zu ganz vielen Sachen etwas. Und ich glaube, wenn ich irgendwann dieses Buch durchgelesen haben sollte, dann weiß ich zumindest grob, wie mein Gehirn arbeitet und funktioniert und was es theoretisch könnte und nicht kann. Und das finde ich spannend. Aber es ist riesig, also weiß ich nicht, wann ich es jemals fertig bekommen werde. Vielleicht ist es auch eher so ein Nachschlagewerk, in dem ich bei Bedarf immer mal wieder stöbern werde. Weiter geht's. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es ein Coverkauf war, bei dem sich anschließend herausstellte, dass es schlechte Bewertungen hat? Gar keins. Ich kaufe nicht nach Cover. Nie. 9. Was ist das einschüchterndste Buch auf deinem Sub? Von Richard Dawkins, Geschichten vom Ursprung des Lebens, eine Zeitreise auf Darwins Spuren. Dieses Buch ist für mich einschüchternd, weil es zum einen einfach ein Biologie- und ein bisschen Geografie, glaube ich, Buch ist. Es ist ein Sachbuch. Richard Dawkins mag ich. Ich liebe seine Bücher. Ich habe fast alle hier und warte nur drauf, mir seine Biografie leisten zu können. Die ist nämlich noch sehr teuer. Aber das ist, er ist Biologe, tatsächlich ein Biologiebuch. Und ich habe von ihm schon gelesen, Der lange Arm der Gene, meine ich, hieß es. Das war auch sehr biologisch und mir fällt das einfach schwer, dann da dran zu bleiben. Aber ich will es unbedingt machen, es ist meine persönliche Herausforderung und ich werde es auch irgendwann lesen. So, das waren die Fragen. Ich werde niemanden taggen, weil der Tag schon ziemlich alt ist und ich gar keinen Überblick habe, wer das schon gemacht hat und wer nicht. Das ist meine Katze.
Futter. Wer da Lust drauf hat, kann es ja einfach machen. Also ich gucke mir sowas total gerne an. Ich gucke mir Tags generell sehr gerne an. Nur jetzt bei diesem fällt mir tatsächlich niemand ein, den ich taggen könnte. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in meine Sub-Problematik. Mein Sub ist aktuell 377 Bücher stark. Ja, ich arbeite daran. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.